Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Im letzten Part habe ich hier die wunderschönen Fallen hergerichtet. Ich bereite mich jetzt auf den großen Ansturm vor. Oh, ich kann den Aufzug rufen. Kann ich damit auch was machen? Kommt der jetzt runter? Oder kommt der hoch? Oder ist der schon da? Ich finde eigentlich, das sieht aus, als ob es schon da ist. Gut. Okay. Dann drehen wir mal. Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod bieten, du Parasit. Der dürfte dir lieber sein, als das, was kommt, wenn du mich besiegen solltest. Oh, das klingt böse. Wo sind die? Ich habe den Ansturm erwartet. Bin doch vorbereitet. Wo bleibt denn der Ansturm? Okay. Dann machen wir es mal. Puh. Okay, die erste Mine hat gefunktioniert. Wow! Kommen wir nur weiter rein. So, okay, die ist tot. Kommt noch jemand? Ist der tot? Scheint so. Okay, ich habe aber, glaube ich, keine Kontaktminen mehr. Schade. Ich könnte aber da vielleicht noch Fallenbolzen hin machen. Hat es nicht funktioniert? Scheinbar nicht. Nö, das hat scheinbar nicht funktioniert. Schade. Nun gut. Dann muss ich einfach wieder vorbereitet sein. Und weiter drehen. Wo ist er? Der ging auch in die Luft. Der schickt mir Läuse. Ich habe herausgefunden, was die Röhren blockiert hat. Und du errätst nie, wo ich gelandet bin. Auf dem verdammten Farmers Market am anderen Ende von Rapture. Ich habe alles repariert und neue Dichtungen installiert. Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt. Zum Kern. Scheint so, als ob sie alle tot sind. Das ging aber viel zu schnell. Ich habe mehr erwartet. Jetzt muss ich erstmal meine Fallen wieder lösen. Die ich installiert habe als Schutz. Hat aber gut funktioniert, muss ich sagen. Ja. Und jetzt kommen sie rein. Huch. Oh, eine Eve-Spritze. Stickstoffgranate. Heilen bitte, danke. Da liegt auch noch einer tot rum. Die haben wir durchsucht. Aber wir haben 6 Kontaktminen wieder. Okay. Was war das? Der ist zu Staub zerfallen. Absolut tot. Und das Wasser ist hier weg. Okay.
Okay, jetzt bin ich gespannt, was mich da erwartet. Ah, ich habe ja ein bisschen Angst. Wie immer. Okay. Ich bin gleich am Ziel. Oh oh. Ist das Geräusch normal? Oder kommt da gleich etwas auf mich zu? Hallo? So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Was möchtest du mir damit sagen, Andrew Ryan? Auto-Hacker. Nein! Ich wollte doch den Dings haben. Habe ich denn noch Schottenalarms so? Schaut nicht so aus, aber möchte ich auch nicht. Hey, chillt. Ich wollte doch das Ding haben. Die Eve-Spritze. Oh Mann, ich mach's immer kaputt. Ich hab's für die... Wo? Weh über euch! Komm hier rüber! Wo denn? Komm her! Flieh nur! Ich bin das Schwert und die Zunge des Herrn! Wo bist du? Oh, ich sehe hier einfach nichts. So komme ich nicht an dich ran! Moment. Entschuldigung, ich musste den Wecker ausmachen. Leg sie dahin, wo ich Judas! Wo ist der? Los, du Arsch! Komm zurück! Wo ist er denn? Du glaubst! Wo ist der Rest? Ich schicke dir vor Onkel! Ja, komm halt her jetzt! Denn alle, ich höre die. Verdammt. Sind die da oben? Ich sehe die halt nicht. Oh Mann, die haben sich so nah angehört. Geplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Wo sind die? Ich will das hier Splice aus dem Weg räumen. Wir sind aber doch alle... Ist da hinten ist eine. Aber komme ich da ran? Da ist der Big Daddy. Ich habe schon mal eine gesehen. Aber wo ist der Rest? Das ist eine gute Frage, wo der Rest ist. Ich will die erst weghaben. Ich höre doch die Spadersblase hier rumlaufen. So leicht durchschaubar hältst du mich also. Kommt her. Da lief einer rum.
Da, ich weiß auch, dass da welche rumlaufen. Oh Mann, ich will die doch nur weghaben. Ich meine, ich bin jetzt da in der Mitte wieder. Oh Mann. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge. Der ist wahrscheinlich da hinter der Tür. Schätze ich mal, der eine. Gut, der ist schon mal tot. Okay, wisst ihr was, wenn der eine jetzt nicht herkommt? Dann mache ich es jetzt einfach. Ach Mann, aber ich traue mich nicht. War die da? Wo ist sie denn? Da läuft sie rum. Ich hab's auch gehört. Bist du... Da, komm her. Okay. Die habe ich auch. Oh Mann. Es gibt nicht mehr viele Plasmide. Okay. Oh fuck. Oh fuck. Überlasse den Kern. Mein Gott, was machst du da unten für einen Lärm? Wenn du mit dem Kern fertig bist, hast du nur noch eine einzige Aufgabe vor dir. Geh zurück zu Ryans Tor und löse den Überlastschalter aus. Damit kommst du in sein Versteck. Oh je. Und wo gehe ich da besser hin? Oh fuck. Wo muss ich da hin? Oh shit. Oh shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Kann ich die nicht? Doch. Moment. Oh, verdammt. Die Sache nicht. Komm, geh kaputt. Scheiß Bleißer. Fuck. Shit, shit, shit. Meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Noch 4 Sekunden. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Puh, die habe ich gegrillt. So, jetzt schauen wir mal. Ob da noch mehr kommen. Wir haben uns von dir abgewandt. Wo ist der? Da, der ist tot. Ach, verdammt. Jetzt. Mist. Okay. Okay, Moment. So. Hey, bleib da liegen. Ich habe keine Plasmide mehr. Ist der eine tot? Verdammt. Hallo? Wo ist denn der eine hin? Ist der zu Staub zerfallen oder was? Ach Mist. Oh, ich habe Explosivschrot. Ich traue den Leichen hier halt nicht allen.
War auch gut so, denke ich. Okay. So. Wo sind die Splicer? Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Okay, geh mal los. Wobei, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Schnitt. Und wir begegnen Andrew Ryan im nächsten Part. Bis dann, tschüss!